Also, mein Name ist Claudia Michelsen und ich spiele die Katharina Schöllack. Herr Moser, Sie wissen schon, was die Chrysantheme in der Blumensprache bedeutet. Hoffentlich nicht schon ein ständiges. Ganz im Gegenteil. Ich bin gespannt. Mein Herz ist frei. Sie verliebt sich, und zwar ganz und gar. So. Das heißt, so eine Frau, die sich so jedenfalls äußerlich im Griff hat und alles ist so kontrolliert, kommt ins Stolpern, ganz klar. Das ist natürlich das Tolle dran, also weil das ist das Schönste, was man so einer Figur schenken kann. Wie sollen wir hier jemals wieder auf die Beine kommen, Monika? Ich würde sagen, das Tolle ist auch an diesen drei Folgen, dass sie inzwischen, die lernt von ihrer Tochter. Also natürlich nicht gleich, sie bleibt trotzdem die Figur, die sie ist, aber sie lernt von Monika. Das ist so, finde ich, der große Bogen dieser drei Folgen. Ich verstehe, dass du nicht mehr alleine sein möchtest. Aber dieser Mann ist falsch. Kurt ist das Beste, was einer Frau in meinem Alter passieren kann, Monika. Was für eine Möglichkeit habe ich, dass diese Tochter selbstständig existieren kann? Das heißt, jetzt bietet sich da was, die kann was, sie kann tanzen, sie kann offensichtlich jetzt auch noch singen. Und es hat dann immer noch ein bisschen mit einer eigenen Eitelkeit, glaube ich, auch zu tun, zu sagen, da machen wir jetzt Karriere. Also, das ist ja auch so herrlich, weil Annette Hess schreibt in diesen einen Satz, wo sie sagt, so, ich bin auf dem Höhepunkt meiner beruflichen Laufbahn. Das ist aber natürlich gar nicht ihre, sondern es ist die Tochter. Was, Monika? Das glaube ich nicht. Wir sind auf dem Höhepunkt meiner beruflichen Laufbahn und dieses Fräulein legt es immer wieder darauf an. Eigentlich ist ja alles soweit in gute Bahn gelenkt. So, und jetzt passieren natürlich wieder lauter neue Dinge, die das ganze Gerüst ins Wanken bringen. Von mir bekommen Sie nur professionelle Künstler, die eine hohe Publikumswirkung haben. Frau Schöllack, falls wir mit den beiden arbeiten sollten, müssen wir absolut sicher sein, dass es da keine Skandale gibt. Ich bitte Sie. Kodermann wird sich in drei Worten beschreiben. Das ist eine Aufgabe. 1959. Gesellschaft. Familie. Ich freue mich natürlich, wenn ihr am 18., 19. und 21. März einschaltet. Bei Kodermann 59.